Das ist die Turianische Arche. Sie hat schon bessere Tage gesehen. Da kommt ein Anruf. Pathfinder, ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Was Sie nicht sagen. Ist es sicher, an Bord zu gehen? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir treffen uns drin. Begrenzte Energie. Die Lebensversorgung ist hin. Es überrascht mich, dass es überhaupt noch Schwerkraft gibt. Es sieht aus, als hätte sie sich mit aller Gewalt einen Weg durch die Geißel gebahnt. H047C. Er sollte die Heimatwelt der Turianer in Helios sein. Wie Habitat 7 für die Menschen. Wer auch immer die Arche gesteuert hat, sie wollten um jeden Preis hier ankommen. Sie wollten ihr Zuhause erreichen. Es ist kein Zuhause, wenn es niemanden mehr gibt, der dort leben könnte. Gehen wir. Spekulationen bringen uns nicht weiter. Wir haben Glück, dass dieser Teil der Arche überlebt hat. Der Schein kann trügen, Pathfinder. Die Höhle hält gerade noch so zusammen. Danke, Sam. Immer ein positiver Sonnenstrahl. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Hey, diese Tür hat immer noch Energie. Ich würde sie nicht öffnen, Pathfinder. Sie führt in den Weltraum. Vielleicht könnten Sie die Energie zu einer anderen Tür umleiten. Energie wurde umgeleitet, Pathfinder. Die hier hat noch Saft. Sie sieht ziemlich schwer beschädigt aus. Denken Sie, Ihr Sam kann uns Zugriff verschaffen? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ich habe ein Log von Deja Praetorn, dem Captain der Arche, gefunden. Das Bildmaterial ist zerstört, aber ich kann den Ton wiederherstellen. Spiel es ab. Irgendwas reißt die Nathanus in Stücke. Wir haben schon die halbe Kryokammer verloren. Wir versuchen, jeden, der wach ist, zu den Rettungskapseln zu bringen. Bei den Geistern, uns bleibt keine Zeit mehr. Ich muss Mason finden. Deja hat das Schiff aufgegeben. Sie hätte es niemals verlassen, wenn die Lage nicht aussichtslos gewesen wäre. Aber die Nathanus hat sich nicht selbst hierher geflogen. Wir müssen herausfinden, was als nächstes passiert ist. Die übrigen Daten auf dieser Konsole sind beschädigt. Falls wir aber eine weitere finden, oder den Sam-Kern der Arche... Alles klar. Suchen wir weiter. Die hier benötigt ebenfalls Energie. Vielleicht können wir denselben Trick wie beim letzten Mal benutzen. Energie von etwas anderem umleiten.
Okay, den Weg nehmen wir nicht. Die Tür sollte jetzt funktionsfähig sein, Pathfinder. Abatis, hier drüben! Diese hier funktioniert noch. Sam, wie? Mason, spielen Sie es weiter ab. Sam, hilf mir mal bitte. Die Bilddaten dieses Logs sind ebenfalls zerstört. Und was ist mit dem Ton? Ich stelle ihn wieder her. Einen Moment, bitte. Wir werden ihn finden, Avitus. Mason, er ist für mich mehr als nur unser Pathfinder. Ich spiele die Aufzeichnung jetzt ab. Sam, wie weit ist Evys Kapsel entfernt? 300 Meter. Also nur ein Katzensprung. Verdammt! Es wird vielleicht doch schwieriger, als ich dachte. Was ist mit dem Rest? Das war alles, was ich wiederherstellen konnte. Verdammt! Er hat nach Ihrer Kapsel gesucht. Erinnern Sie sich noch an irgendetwas, das passiert ist, bevor Sie auf Haval aufgewacht sind? Wie gesagt, das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist der Moment, als ich mich aus meiner Stase-Kapsel befreit habe. Dann suchen wir weiter. Diese Tür führt zum Sam-Kern. Wir müssen da reinkommen. Der Sam-Kern müsste jetzt zugänglich sein. Sam, wo ist der Pathfinder? Wo ist Mason? Evan. Anleiten. Sterne. Evy, hat Mason Sie nicht so genannt? Er ist der Einzige, der mich so nennt. Mein turianisches Pendant hat ein schweres Trauma erlitten. Wenn ich die Schäden isoliere, ist es möglicherweise in der Lage, mit uns zu sprechen. Sei vorsichtig. Ich will diesen Sam nicht verlieren, nur weil wir zu versessen auf Antworten sind. Avitus Rix, willkommen zu Hause. Sam, Mason hat mir die Koordinaten dieser Position geschickt. Ich muss ihn finden. Sie irren sich. Ich habe ihm die Koordinaten geschickt. Was soll das heißen? Du hast ihm die Koordinaten geschickt. Der Pathfinder befahl mir, Avitus bei der Suche nach einer Heimat für die Turianer zu helfen. Ich habe unsere Position H047C bestimmt und Avitus ausfindig gemacht. Wieso sollte Mason das tun? Es war sein letzter Wunsch. Dieses Ding ist immer noch defekt. Es weiß nicht, was es da redet. Wir müssten eigentlich Zugriff auf Masons Logs haben. Vielleicht finden wir in ihnen ja etwas. Evy. Was auch immer uns getroffen hat, hat meinen Anzug zerfetzt. Es tut höllisch weh, aber bei den Geistern, es ist wunderschön. Du musst weitermachen. Für uns beide. Lass dich nicht von deiner Wut überwältigen. Sam, Übertragung einleiten. Ja, Pathfinder. Selbst die Sterne scheinen heller zu sein. Er starb, bevor die Übertragung abgeschlossen war.
Das muss der Grund für Sams Trauma sein. Warum hast du mich hierher gerufen? Aus welchem Grund? Um die Übertragung abzuschließen. Die Turianer brauchen einen Pathfinder. Ach, ich kann nicht. Sie können nicht? Was soll das heißen? Ich hätte nie gedacht, dass ich den Posten mal übernehme. Ich habe schon immer allein gearbeitet. Ich weiß nicht, wie man andere führt. Ich will niemanden führen. Avetis, ich habe gesehen, wie Sie die Siedler beschützt haben. Und Sie haben die Turianische Arche gefunden. Sie übernehmen bereits die Rolle des Pathfinders. Nur ohne den Titel. Ein Titel, der Mason gehört. Und von dem er wollte, dass Sie ihn tragen. Ihn abzulehnen, wird ihn Mason auch nicht wieder zurückbringen. Was, wenn ich ihn enttäusche? Das könnten Sie nur, indem Sie sich vor Ihrer Aufgabe drücken. Verdammt, Sie haben recht. Soll ich mit der Übertragung beginnen? Auf der Nexus ist es sicherer. Suvi, Tan soll ein Shuttle schicken, das den Sam-Kern abholt. Und sagen Sie ihm, wir haben den Turianischen Pathfinder gefunden. Ich glaube, Lexi möchte mit Ihnen reden.